Das Flug-Action-Spiel Ace Combat Assault Horizon lässt seine Spieler schon im Tutorial in der Luft hängen. Die Anfangsmission endet am Fallschirm über Miami. Geskriptete Ereignisse wie diese sorgen in den Luftkämpfen immer wieder für spektakuläre Momente. Zumeist entstehen sie als Folge des neuen Close Range Assault Modus. Dieser lässt das Flugzeug automatisch dem anvisierten Gegner folgen, während die Kamera in eine Nahansicht wechselt. Schafft es der feindliche Pilot nicht, den Spieler abzuschütteln, lassen ihn Raketentreffer in einem Feuerball mit herumspritzendem Öl aufgehen. Geschwaderführer lotsen Spieler in Dogfights meist durch Kulissen, die effektvoll zusammenbrechen oder gleich komplett explodieren. Weitere frische Elemente sind Rail-Shooter-Abschnitte, Missionen an einem Bombergeschütz und Einsätze als Helikopterpilot. Im Hubschrauber sollten Spieler bevorzugt eine der beiden Innenansichten wählen, da sonst die Übersicht leidet und präzise Manöver in Häuserschluchten schwierig werden. Assault Horizon bietet viele detailliert nachgebildete Kampfflugzeuge. Beim Flugverhalten unterscheiden sich die Jets allerdings nur geringfügig. Ace Combat bleibt also ein Arcade-Action-Spiel. Simulationsfans werden damit nicht glücklich. Grafisch überzeugt der Titel mit atmosphärischen Lichteffekten und bildschirmfüllenden Explosionen. Schauplätze nach Vorbildern realer Kulissen wirken aus der Luft detailliert. Nur nah am Boden offenbaren sich genretypisch Matschtexturen und polygonarme Objekte. In der Kampagne des Spiels wird eine fortlaufende Geschichte erzählt, die Spieler getrost als kurzweilige Erholungspause zwischen den Luftkämpfen betrachten können. Die Handlung bleibt ohne Überraschungen und lässt vom Wodka-trinkenden Russen bis zur Terroristengruppe mit Superbombe kein gängiges Tom Clancy-Klischee aus. Meine Männer brauchen keine Hilfe von Amerikanern, General. Wir erledigen die Rebellen selbst. Die umfangreiche Neuausrichtung von Ace Combat gefällt bestimmt nicht jedem Fan der Serie. Geskriptete Ereignisse, Rail-Shooter-Szenen und lange Cutscenes lassen das Spiel zwischenzeitlich eher wie einen interaktiven Film wirken. Am besten eignet sich Assault Horizon deswegen als Ergänzung für Call of Duty-Fans, die als Neulinge ins Cockpit steigen. Actionfreunde erleben viele typische Modern Warfare-Elemente in fast identischem Szenario, allerdings diesmal aus der Perspektive eines Kampfpiloten.